Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu meinem nächsten WoW Shadowlands Video. Heute geht's mal mit einer wahnsinnigen Eilmeldung weiter, denn ich musste heute einfach noch ein weiteres Video reinballern. Wir haben die Sets, die Rüstungssets, Stoff, Leder, Kette, Platte für den ersten Raid für Schloss Natria und die muss ich euch einfach zeigen. Los geht's! Ja, wir haben von jeder Rüstungsklasse jedes Set in 6 verschiedenen Farbvariationen. Ich denke, wir sprechen hier von PvP Horde, PvP Allianz. Wir sprechen vom Rüstungsset NHC, Schlachtzugsbrowser, HC und natürlich Mythisch. Ich muss jetzt dazu sagen, das mythische Set, da finde ich jetzt keins, was sich von den anderen ein bisschen abhebt. Die einzigen Unterschiede, die wir momentan haben, sind eigentlich farblicher Natur. Aber egal, lasst uns direkt beginnen mit dem Stoffset. Unsere Stoffe sind heute mal die ersten und seht euch dieses Set an. Ich persönlich finde es extrem geil, denn es erinnert so an einen Arzt aus einem, ja, sagen wir, aus ein paar Jahrhunderten zurück mit dieser Rabenmaske, mit dieser metallenen Rabenmaske, mit diesem geilen Doktorhut, der hinten auch noch geschlossen ist, mit so dampfenden Schultern, Spritzen auf der Seite dann am Gürtel irgendwie angehängt. Genauso wie eine Menge Beutel und ich glaube, da sind auch noch ein paar Fläschchen dabei. Das ist jetzt mal das Set in so goldgelb. Dann haben wir noch ein gegenteiliges in rot, in dunkelrot bzw. auch schwarz im Mix. Die Robenversion natürlich für die Stoffis kann jetzt jeder tragen. Denn wenn man jetzt Mage oder Priester spielt, wo es jetzt vielleicht nicht so passt, was ich persönlich nicht finde, Priester passt perfekt, so eine Art Heiler. Mega geiles Set, Leute. Aber man kann ja den Helm immer wegtun und dann ist es immer noch ein mega cooles Set. Auch irgendwie die metallenen, eisernen Pantoffeln passen meiner Meinung nach auch hier beim blauen Set perfekt dazu. Schauen wir uns mal die nächste Farbe an. Das wäre dann so eine Art Türkis mit, also türkisem, bläulichem Licht mit eben der grünen, braunen Robenfarbe. Persönlich, wie gesagt, extrem geiles Set. Werde ich mir auf alle Fälle holen. Von den Farben her könnte ich jetzt nicht so sagen, was mir am besten gefällt. Ich denke, wenn man da ein einheitliches Set hat, hat man schon absolut gewonnen. So, was haben wir noch? Einmal jetzt mit so wirklich blauen Schultern und halt blauem Licht beziehungsweise einer lilanen Robe. Also die Farben passen bei allen Sets, muss ich sagen. Genauso wie hier beim grün-roten Mix finde ich auch persönlich extrem cool. Das wirkt jetzt wirklich giftig an sich. Also Stoff ist auf alle Fälle für das erste Raid-Set in Shadowlands absolut gelungen. Ja, Runde 2 machen unsere Lederträger, also auf, sagen wir mal, Druide, Dämonenjäger, Schurke und Mönch, kommt auch ein geiles Set auf uns zu. Persönlich wieder mega geile Schultern, mega geiler Hut, eine Menge leuchtende Dinge. Also die Schultern und Kopf finde ich hier absolut top. Alleine die Form des Hutes irgendwie mega geil. Aber was ich hier jetzt ein bisschen, also persönlich ein bisschen bemängeln muss oder schade finde, ist eigentlich die Brust bzw. Gürtel, Hose, Schuhe, so der untere Teil. Der untere Part, also Schulter, Kopf, top. Die untere Hälfte ist ein bisschen, ja, ist nicht schlecht, aber ist einfach geraten. Hier jetzt mal das grüne Set, dann haben wir das rote, das ist schon ein bisschen mehr, vielleicht einfach, weil dieses Rot-Schwarz doch extrem einfach an Wenfire, Revendreth, Vampire, Anima in Revendreth erinnern soll, finde ich auch sehr geil. Die kleinen Details, dass man jetzt auf der Seite da so eine Tasche hat oder einen, was ist das, ein kleiner Dolch und so ein Fläschchen auf der anderen Seite, so eine Fiole, absolut passend. Hier mal ein, ich würde jetzt eher sagen, lila-rotes Set. Also unterscheidet sich jetzt nicht großartig vom vorherigen, aber auf alle Fälle auch nicht schlecht. Hier haben wir das gleiche nochmal in rot. Muss ich jetzt gestehen, sieht eigentlich ganz genau gleich aus oder fast gleich aus wie das zweitvorherige. Auch wieder rot, nur eben mit einem helleren Mantel. Also da hätte ich ein paar mehrere Farbvariationen schon wünschenswert gefunden. Hier mal ein ganz dunkles Set, weil irgendwie, muss ich jetzt ehrlich sagen, also das Grüne hebt sich jetzt ab, aber die anderen sind irgendwie fast alle gleich. Dieses Rote jetzt mit dunklem Mantel, irgendwie so ein Mantel wie Gen Graumähne oder so, auch in Ordnung. Und am Ende noch das gelbe Set, also das goldene,
weiß ich nicht, so golden leuchtend. Also die Farbvariationen sind bei den Stoffis definitiv besser ausgefallen. Da gibt es mehr verschiedene Arten. Grundsätzlich ist das Set meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Bin gespannt, was ihr dann denkt. Aber eben, es ist halt, es ist nicht so geil wie das Stoffset, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen, in manchen Fällen ein bisschen zu simpel geraten. Ja, nach Leder kommt auf alle Fälle Kette. Also die Jäger- und Schamanensets haben wir jetzt hier endlich zu bieten. Und wenn wir uns das erste schon mal anschauen, Schultern absolut top. Auf der einen Seite diese Knochen, auf der anderen Seite der Totenkopf an sich. Gefällt mir extrem gut, große Schultern. Aber auch hier wieder irgendwie passt das Set schon. Ich finde jetzt die Krallenfüße da ein bisschen eigen, ist Geschmackssache, wie gesagt. Aber sonst der Rest, es ist nicht schlecht, aber es haut einen so die Brust, Gürtel, Hose, so dass der Mix, er ist nicht schlecht, aber er haut einen nicht um. Hier haben wir jetzt mal die rote Farbvariation, dennoch ein geiles Set, Leute. Verstehe mich nicht falsch, aber, ich weiß nicht, mich überzeugt am meisten nach wie vor das Stoffset. Jetzt hier mal so eine Jägerversion hier mit der Robe natürlich dann für den Schamanen. Also wir haben jetzt alle Kettesets hier in der Roben- und in der normalen Ausführung. Weiter geht's mit einer lilanen Kombi und eher so feuerrot-orange leuchtenden Schultern. Der Helm an sich persönlich auch extrem geil. Er ist so richtig so Cyborg-mechanisch mäßig. Also der gefällt mir auf alle Fälle mega gut. Was ich hier ein bisschen schade finde, so der Leder- und Stoffsets, die hatten schon Taschen auch, so wie jetzt das Kette-Set, aber eben irgendwie noch so ein Dolch, so eine Fiole oder so Kleinigkeiten halt, die einfach das Ganze noch ein bisschen abrunden. Die Farbkombination gefällt mir jetzt in der Roben-Version ein bisschen besser. Also es passt auch irgendwie, auch für den Schamanen hat es irgendwas. Schauen wir uns mal die nächste an. Die ist jetzt mit blauen Schultern, also auch hier wieder die Farbvariation relativ groß. So die Wechsel zwischen den Sets, wie beim Stoffi, da musste der Lederträger ja leider, finde ich, jetzt ein bisschen zurückstecken. Hier mal eben blaue Schultern oder blau leuchtend mit so rot, wirkt für mich extrem geil. Also die farbliche Kombi auf alle Fälle top, also sowohl Robe als auch hier die normale Hose, sage ich jetzt mal, die Nicht-Robe-Version. Schauen wir mal weiter, das hier finde ich persönlich extrem geil, so ein lila-weißes Set mit roten Schultern, absolut passend. Also würde ich mir gerne anziehen, weiß jetzt noch nicht, welches Set jetzt LFR ist, welches wird dann PvP, Horde und Allianz sein, welches mythisch, welches HC, NHC und so weiter. Auch hier wieder die Roben-Version nochmal ganz kurz für euch zum Anschauen. Und jetzt sind wir beim nächsten Set und zwar bei der, meiner Meinung nach, geilsten Version bisher, könnte vielleicht die mythische sein, einfach deshalb, weil der Helm, da ist einfach rot. Hey, man sieht aus wie so ein metallener Hellboy oder ein Ironman-Kopf. Keine Ahnung. Extrem geil auf alle Fälle. Total top. Schauen wir uns mal hier die Robe an. Ist auch in Ordnung. Also für Schamane und für Jäger in beiden Fällen ein absolut brauchbares Set, würde ich sagen. Hier jetzt mal die dunklere Version. Wirklich schwarz-braun mit wieder bläulichen Schultern und einem goldenen Helm. Für Robe und für normale Hose. Ja, und für mich persönlich fast das beste konkurrierend mit dem Stoffset. Und zwar Platte ist jetzt dran. Und hier fangen wir direkt mit einer episch geilen Version an. Ich finde das Set wahnsinnig cool. Vor allem, dass so teilweise die ganzen Plattenrüstungen so ein bisschen bei der Brust und so mit Fell mehr oder weniger so ein bisschen Zusatz designt wurden. Auch die Schultern mit diesen Kreisen, die so leuchten und ein bisschen Nebel versprühen, extrem geil. Der Helm, der ist wirklich Bombe, den finde ich extrem gut, also der gefällt mir. Einzige kleine Bemängelung meinerseits, ich finde die zwei Zacken, die weiß ich nicht, also die Füße, da finde ich die anderen Schuhe definitiv besser von den anderen Rüstungssets, so die zwei Spitzen da, das sieht irgendwie ein bisschen insektenmäßig aus, finde ich jetzt persönlich. Im Grunde nicht schlecht, ist nur ein kleines Defizit meinerseits, aber ansonsten absolut geiles Set hier in Rot-Weiß. Schauen wir uns mal die nächste Farbvariation an, die wir hier so zu bieten haben. Haben wir so
muss ja so Gold oder soll das Gold sein? Goldbräunlich mit Grün. Erinnert jetzt aber irgendwie an, war das Höllenfeuer-Zitadelle? Krieger? Boah, nein. Nein, war das. War das Grabmal von Sagera? Ich weiß nicht. So die Farbkombi erinnert irgendwie stark an Legion für mich. Ist jetzt etwas, wo ich jetzt sage, von der Farbe gefällt mir das Rote definitiv vorher besser. Aber das hier schlägt sowieso alles Schwarz-Gold mit einem roten Schimmer. Absolut geiles Set. Man sieht wirklich wie so ein Ritter aus. Ich muss da auch beim Helm irgendwie an eine bisschen so eine Schachfigur denken. Weiß ich jetzt auch nicht warum. Fragt mich nicht, Leute. So, hier haben wir jetzt mal so silbergraue Version mit einem grünlichen Schimmer. Ist jetzt, gefällt mir besser wie das zweite Set davor. Das war so ein Gelbstich, so goldgelb war. Da gefällt mir das auf alle Fälle besser. Und was haben wir hier? Natürlich darf Blau auch nicht fehlen. Also rundum ein absolut gelungenes Set. Ich bin ja ein bisschen ein Fan von diesen, so wie sie es bei Schulter und Kopf eigentlich jetzt bei allen Rüstungssets hatten, dass die so leuchten oder da habe ich wirklich ein Faible für. Also gefällt mir extrem gut. Und das ist meiner Meinung nach das Geilste. Und zwar die Farbvariation komplett weiß eigentlich. Also weiß, Silber, Rüstungsset mäßig und auch noch mit so weißem Leuchten. Also das hat schon irgendwie was, das ist vielleicht jetzt eher der Paladin, schwierig, schwer zu sagen, aber da darf jeder reinschlüpfen. Wie gesagt, mir gefällt Platte absolut super. So, das war schon mein Geschwafel zu den Rüstungssets im Schloss Natria, erster Raid, die uns erwarten. Fazit, auf alle Fälle gelungene erste Designs von Blizzard. Ein bisschen vermisse ich natürlich noch die Tiersets von vergangenen Tagen. Wer weiß, vielleicht kommen die ja wieder. Beim ersten Raid gab's die ja selten so richtig. Generell aber alles gelungene Sets. Meine zwei Favoriten, Stoff und Platte auf alle Fälle. Kette und Leder nicht schlecht, aber ich finde Stoff und Platte, die sind hier oder haben hier die Nase definitiv vorn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tradikilles.